in Mailchimp einen Newsletter gestalten mit Blogs und Styles. Gehen wir zu Blogs. Eine Mail besteht aus einzelnen Elementen. Mailchimp nennt die Blöcke und ich kann einen solchen Block packen und hier nach links tragen und bevor ich es loslasse, sehe ich hier hellblau, wo ich es loslassen könnte. Und es erscheint auch hier zum Beispiel Upper Header und hier Lower Header und weiter unten, wenn ich nach unten gehe, Sidebar oder Body. Also es kommt darauf an, wo ich diesen Text loslasse, denn das Ganze ist auch bei Styles unterschiedlich gestylt. Ich lasse es mal hier los bei Body. Es ist hier ein Textblock entstanden. Es hat hier bereits Stellvertretertext drin. Ich kann den Text nun hier anpassen, das zeige ich aber in einem extra Film. Ich speichere das, Close and Save. Und weil ich das hier beim Body losgelassen habe, wird auch der Stil vom Body, nämlich hier, übernommen. Also so wie hier der Body-Text ist, ist dann der Text auch in meinem Block. Angenommen, ich würde diesen Block verschieben, man kann den hier verschieben beim Verschieben-Kreuz, ich würde den hier in den Kopf verschieben, dann würde auch ein anderer Stil wirken, nämlich hier der Header-Style. Also je nachdem, wo mein Block steht, wirkt sich ein anderer Style aus. Ich gehe zurück und ich schaue mir mal diese Blöcke an. Was ist der Unterschied zwischen Text und Boxed-Text? Der Boxed-Text hat einfach noch einen Hintergrund. Divider, das ist ein Abstandshalter. Ein Image ist ein Bild. Image Group ist eine Bildergruppe. Sind Sie zurückhaltend mit zu vielen Bildern? Das würde ich jetzt eher nicht nehmen. Image Card, das ist wie eine Postkarte. Da kann ich noch den Hintergrund bestimmen. Image und Text, das ist interessant, das machen wir nachher noch. Share, also hier könnte ich irgendetwas noch teilen. Hier könnte ich diese Social Media Links einfügen, wie Instagram, Facebook, Twitter. Und Button, also einen Knopf, wo man draufdrücken kann und dann eben ins Internet geht oder auf ein Bild oder auf einen Download, das kann man dann nachher bestimmen. Footer, aha, den Fußbereich. Wenn ich den Footer nehme, dann kommt all das hier, das komische Zeug, das zeige ich nachher, automatisch. Code, ja, wer sogar noch programmieren kann, kann auch Code einfügen und vielleicht noch ein Video. Machen Sie es nicht, denn Videos in Mails, das ist doch zu dicke Post und einige Mail-Programme zeigen das gar nicht an. Nun füge ich noch einen Block ein, Image und Text. Und zwar hier weiter oben. Ich habe hier ja bereits ein Bild, das ist aber nur ein Bild und darunter nur Text. Und nun kombiniere ich das. Hier dazwischen will ich das einfügen, also Image und Text. Ich füge das hier ein und ich sehe, beim Lower Head wird es nun eingefügt. Ich lasse das los und kann nun zusätzlichen Text einfügen. Und ich kann noch mehr. Ich kann bestimmen, wo soll denn der Text stehen und wo das Bild. Im Moment ist das Bild oben, der Text unten. Ich kann hier das Bild bestimmen und hier den Text. Aber wo das Bild und der Text steht, das bestimme ich bei Settings. Hier kann ich bestimmen, ob das Bild oben ist, der Text unten oder ja, vielleicht das Bild rechts und der Text links. Ich mache das mal. Und wie groß ist denn das Bild? Das kann ich hier noch bestimmen. Vielleicht nur ganz schmal und dafür mehr Text. Und ist es zentriert oder rechtsbündig? Also das kann ich alles hier bestimmen. Ich bin zurück bei Content, also jetzt kann ich bestimmen, was hier drin steht. Hier bei Style kann ich noch bestimmen, wie der Text gestylt sein soll oder wie das Bild gestylt sein soll. Hat es noch einen Rand oder hat das Bild vielleicht sogar abgerundete Kanten? Sieht scheußlich aus. Ich zeige es mal. Ich füge hier mal ein Bild ein, hier bei Browse, also soll mir mal die Bilder zeigen. Das Bild haben wir schon. Ich nehme das hier und Insert. Da ist das Bild. Und wenn ich nun beim Bild sage, es habe runde Ecken, schauen Sie mal. Ah, nein, schrecklich. Machen Sie es nicht. Und Save and Close.
Und den Text machen wir im nächsten Film. Das war's.